Oh, my love. So. Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, für alle, die mich noch nicht kennen. Was geht ab? Ich bin Zeddo, bin 22 und komme aus Köln. Und ich lade jeden Tag auf YouTube Unterhaltungsvideos hoch. Ich wollte gerade online und hoch gleichzeitig sagen. Hoch online. Falls du diesen Kanal noch nicht kennst, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das lohnt sich. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens wahrscheinlich. Und für alle, die gerade zu gucken, ihr könnt auch gerne auf meinem Instagram folgen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir stehen kurz vor den 200k und dort, es gibt einfach sehr hochwertigen, tollen Content für euch. Und heute, liebe Freunde, haben wir uns hier versammelt, um mal wieder nach Nicole und Elisa zu schauen. Eigentlich nur Nicole, denn auf TikTok ist ein Profil rumgegangen. Und zwar ein Junge, der sich als Nicoles Bruder ausgibt. Und der redet auch darüber, warum er Nicoles Bruder ist. Und was weiß ich, er heißt auch, sein Account heißt auch Dobrikopf und Quatsch weiß ich alles. Wir schauen einfach mal rein, wir fucken gar nicht lange um den heißen Brei. Könnte heute ein sehr interessantes Video sein. Ich würde sagen, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch Snacks. Oder macht euch einen leckeren Tee. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Wir starten locker flockig und gucken uns einfach mal die letzten Content Pieces von Nicole auf TikTok an. Was hat sie so für Content gemacht? Vielleicht hat sie ja ihr Content auch geändert. Wir gucken einfach mal rein. Dinge, die Geringverdiener nicht kennen. Ich glaube, kein Geringverdiener hat 3 Bäder in der Wohnung. Nummer 1, dann noch eins Nummer 2 und noch ein Bad. Noch eine Sache, Leute, ich weiß echt nicht, was los ist, aber überall, wohin ich reingucke, finde ich entweder Geld oder irgendwelche Louis Vuitton-Sachen. Okay, es ist Dinge, die Geringverdiener nicht kennen. 3 Bäder, Geld und Louis Vuitton-Sachen. Okay, ja, ein Schuss an die Geringverdiener. Auch so ein krasses Wort, Geringverdiener. Ich bin 13, deine Videos sind auch for you. Leute, ich hatte euch ja erzählt, dass mein Profil ab 16 ist. Ab Sie schreibt in ihre Bio FSK ab 16 und sagt ihrer Community, dass sie ihr Profil ab 16 eingestellt hat. Oh, stark, Nicole, stark. Das kann aber vielleicht auch ziehen bei den 13-Jährigen. Das könnte funktionieren. Aber ich meinte ja auch, wenn ihr unter 16 seid und die Videos trotzdem auf For You kommen, werde ich jeden einzelnen von euch 50 Euro Entschädigungsgeld geben. Aber stark. Heute bin ich ein bisschen großzügig unterwegs, deswegen kriegt ihr 70 Euro plus einen Louis Vuitton-Gutschein. Also Leute, falls ihr unter 16 seid und meine Videos trotzdem... Das Witzige ist, Louis Vuitton-Gutscheine haben die Größe. Das, was sie gerade gezeigt hat, das kriegst du, wenn du etwas bei Louis Vuitton kaufst, kriegst du das... Da kommt ein Beleg rein und das Kärtchen von deinem Berater bei Louis Vuitton. Ich habe das auch irgendwo, ich weiß nicht, nee, ich habe sowas bestimmt nicht aufgehoben. Aber das ist nicht der Louis Vuitton-Gutschein, sondern das ist da ist dein Kassenzettel drin und so. Ja, ja, Nicole, ja, ja, nice try. Wenn ihr mal for you sind, schreibt es in die Kommentare und dann kriegt ihr eure Entschädigung. Bei wenigstens kann ich dann gönnen, so viel ich will. Warum heulen alle immer rum, wenn ich gönne? Seid doch froh, das ist wie kostenlos TikTok Premium. Okay. Elisa ist viel schöner als du. Elli? Ja? Findest du, du bist schöner als ich? Na klar. Ich finde auch, im Gesicht her ist Elisa vom Face-Dings her, ist Elisa ein bisschen hübscher als Nicole. Würde ich so unterschreiben. Springen? Sie gönnt komplett! Ich glaube, content-technisch hat sich nicht viel verändert, liebe Freunde. Aber wir gucken weiter rein und schauen gleich mal noch ihren Bruder an. Sie wird eh keinen abbekommen. Niemand hat Bock auf die Lara. Leute, da muss ich euch leider enttäuschen. Denn ich glaube, jeder liebt diesen Pfirsich. Fragen wir mal. Elli? Ja? Liebst du meinen Pfirsich? Ja! 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 Da habt ihr es, da habt ihr es. Darf ich ihn jetzt mal anfassen? Na klar! Ja! Es ist also... ne. Sie wissen, dass sie provozieren und sie machen das gerne und es macht ihnen Spaß, das merkt man schon. Aber ich glaube wirklich, die dürfen sich niemals wundern, dass der Hate einfach nicht aufhören wird. Wenn sie sich die Frage stellen, warum werden wir gehatet, oder wenn sie irgendwann mal sagen, boah, wir hören jetzt damit auf und sie kriegen trotzdem noch Hate und sich dann wundern, warum sie noch Hate kriegen, weil sie haben ja damit aufgehört, weiß ich auch nicht. Leute, ihr habt so, also, oh, oh.
Was sagen deine Eltern zum Stream und zu deinem Content? Also Leute, tatsächlich habe ich letztens meinen Vater dazu gefragt und er meinte eigentlich, er unterstützt das zu 1 Million%. Also er meinte, er ist richtig stolz auf mich und auf das, was ich geleistet habe. Und er meinte, ich habe eigentlich ganz gute Kirschen. Also wenn man was hat, dann kann man das auch gern zeigen. Und meine Mutter meinte auch, dass sie eigentlich stolz auf mich ist, weil ich ja eigentlich Talent habe und das auch zeige. Und ja, ist doch stark. Also klar, selbst wenn man so fragwürdige Dinge macht, ist es trotzdem cool, wenn die Eltern hinter einem stehen. Keine Frage. So. Meine Eltern zum Beispiel feiern jetzt Tattoos auch nicht extrem. Trotzdem habe ich aktuell insgesamt 15 oder 16 Tattoos, weil ich es einfach fühle. Und dann freue ich mich trotzdem, wenn da nicht so krass drauf rumgehackt wird oder so. Und die waren halt auch so, yo, es ist halt dein Körper, mach was du magst. Aber die meisten Eltern sind ja eher schlecht auf Tattoos zu sprechen, ne? So. Deshalb vom Prinzip her finde ich cool. Trotzdem ist halt alles fragwürdig, ne? So, aber das ist halt meine Meinung. Und eure Meinung wahrscheinlich auch. Vielleicht nicht von jedem, aber ihr wisst, wie ich meine. Und sie meinte, ich habe so lange für meinen Pfirsich trainiert, also ist es auch berechtigt, dass ich ihn zeige. Deswegen, ja, sie meinten einfach, ich bin der stolze Familie und sie unterstützen mich zu 100%. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr reagiert hättet, wenn ihr mich als Tochter hättet. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr reagiert hättet, wenn ihr mich als Tochter hättet. Auch stark. Sie hat ja richtig Bock, dass Leute sie auseinandernehmen. Also auf jeden Fall hat sie am Ende gesagt, die Eltern meinten, sie ist der Stolz der Familie. Jetzt gucken wir mal in das TikTok-Profil vom Bruder. Ja, was erwartet uns jetzt? Was erwartet uns, wenn wir über Nicoles Bruder nachdenken? Auf jeden Fall hat er sich TikTok gemacht. Wir gehen mal rein. Er ist auf jeden Fall nicht der Stolz der Familie, weil das ist schon seine Schwester. Let's go. Ja, ich bin der Bruder von Nicole, die Gönnerin. Ich habe sie jetzt lange überredet, dass ich mir auch einen TikTok-Account machen darf. Um sie mal. Ich habe sie jetzt lange überredet, dass ich mir auch einen TikTok-Account machen darf. Meinte ja. Also falls ihr Fragen habt, stellt es mir doch mal gerne. Und heute Abend kommt noch ein Livestream mit Nicole. Also schaut mal gerne vorbei auf Instagram. Und falls ihr mir nicht glaubt, ich poste auch ein Kinderbild mit ihr. Falls ihr mir dann endlich glaubt. Okay, also sein allererstes TikTok ist dazu da, um auf sein Instagram zu verleiten. Ich verstehe das. Verstehe ich voll und ganz. Ich bin der Letzte, der irgendwie was sagen darf. Ich sage auch in jedem Video, unterstreiche ich nochmal, hey Leute, ich habe Instagram, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das Ding, was er gerade macht, ist, ich mache einen Livestream auf Insta. Schaut unbedingt auf Insta vorbei. Okay, nichts Verwerfliches daran, ergibt sich aus als der Bruder von Nicole. Nächstes Video. Viele haben mich gefragt, wie es ist, der Bruder von Nicole zu sein. Viele haben mich gefragt, wie es ist, der Bruder von Nicole zu sein. Also es ist so wie jede. Zum Beispiel, du hast einen Bruder eigentlich ganz normal. Es ist so wie jede. Zum Beispiel, du hast einen Bruder eigentlich ganz normal. Danke für die Antwort. Es ist so wie jede. Du hast einen Bruder eigentlich ganz normal. Im Moment nicht so viel Kontakt, weil sie ja auch schon volljährig ist und machen kann, was sie will. Deswegen ist sie nicht so oft zu Hause. Ich verfolge sie leider auch ein bisschen auf Social Media. Ist doch manchmal ein bisschen komisch, was sie macht, aber sie macht es einfach. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir auch gerne. Ich kann sie euch beantworten. Und ich habe jetzt eine Story mit Nicole gepostet als Beweis. Also schaut doch da auch mal gerne vorbei. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Follow da. Das ist halt dieses Kinder-Catfish-Angeln. Dieses, ich habe jetzt eine Story auf Instagram gepostet als Beweis. Schaut unbedingt vorbei. Wollen wir raten, ob sein Instagram-Profil öffentlich oder privat ist? Wir können kurz nachschauen. Und ich sage euch jetzt, warum es privat sein wird. Weil die meisten Leute würden dann hingehen und die ganzen kleinen Kids gehen dann hin, gucken die Story und gehen wieder. Wenn es auf privat ist, müssen sie anfragen, ob sie die Story sehen dürfen. Dann werden sie angefragt, dann sehen sie die Story, denken aber gar nicht mehr darüber nach, dass sie ihm gefolgt haben. Und somit hat der Follower Plus gemacht. So, wir gehen kurz rein. Oh! Was ein Zufall. Dieses Konto ist privat und schon 15.000 Follower. Also das, was er da macht, macht er anscheinend gar nicht schlecht, weil wirklich Leute hingehen und ihm folgen, weil sie denken, er ist der Bruder von Nicole. Beweist, dass Nicole deine Schwester ist? Da mir ist immer noch nicht viele Leute glauben, dass der Bruder von Nicole bin. Ich finde es so witzig, wie er in jedem Video einmal irgendwie komplett sich verheddert in seinem Sprachgedings oder einfach einen Satz sagt, der einfach keinen Sinn ergibt. Das gefällt mir einfach. Das mit dem Kinderfoto auch nicht glauben. Ich habe jetzt in meiner Instagram-Story meinen Ausweis hochgeladen, beziehungsweise eine Story gepostet. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Okay, das TikTok geht wieder nur darum, dass er in seiner Insta-Story jetzt etwas gepostet hat, das beweisen soll, dass er Nicoles Bruder ist. Vielleicht zeigt er im nächsten Video, dass er Nicoles Bruder ist. Bist der große oder bist der kleine Bruder von ihr? Ich bin der kleine jüngere Bruder von Nicole. Kennt ihr wahrscheinlich unter dem Namen die Gönnerin. Da mir es viele noch nicht glauben, dass ich der Bruder bin, habe ich meinen Ausweis in meine Instagram-Story gepostet. Und die ersten 50 Leute bekommen eine Überraschung. Oh mein Gott, eine Überraschung von Jack Dobrikoff. Das Ding ist,
nennen die Eltern ein Kind Nicole, so übel deutsch, und dann den anderen, das andere Kind Jack, so übel amerikanisch. Übel amerikanischer Name. Weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall schaut unbedingt wieder auf seinem Instagram vorbei, denn er hat nochmal seinen Ausweis gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber auf seinem Instagram wird alles aufgelöst, liebe Freunde. Gönn auch mal wie Nicole. Okay, Leute, weil das anscheinend gesperrt wird hier auf TikTok, poste ich es in meine Instagram-Story. 3, 2, 1. Okay, das ist das sechste Video, wo er einfach nur Werbung für sein Instagram macht. Nicole kommt jetzt. Also wenn Nicole dieses Video sieht, ist schon Nicole auf dem Hinweg zu mir. Dann werden wir krasse Sachen machen und ein paar Gönnungsvideos machen. Meine 25k hier auf TikTok werden wir einen Livestream machen. Und wenn der gesperrt wird, weil er zu krass ist, gehen wir auf... Ihr geht wahrscheinlich auf Insta rüber und streamt da, richtig? Muss man dir auf Instagram folgen, weil du privat bist? Ja? Echt? Hä? Instagram rüber. Deswegen schaut auf jeden Fall jetzt wieder vorbei, um nicht zu... Viele meinten von euch, dass ich mal Bulgarisch reden soll. Als Beweis, dass der Bruder von Nicole bin. Shishkishidni. Stark. Shishkishidni kann ich auch sagen, Alter. Was ist mit dir? Was ist das für ein Beweis? Shishkishidni. Ja, okay. Schön. Kann ich jetzt Bulgarisch? Wenn ihr wisst, was ich gerade gesagt habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und auf Instagram seht ihr noch mehr Beweise. Da habe ich eine Story mit Nicole hochgeladen. Also schaut mal gerne vorbei. In jedem Video geht es einfach nur darum, dass auf Instagram die Auflösung ist. In jedem Video. Ich vertraue nie wieder auf Kondome. So, Nicole ist jetzt einfach schwanger. Ach, die ist schon wieder schwanger. Was soll ich jetzt machen, so? Ultraschallbild von Nicoles Schwangerschaft in seiner Story. Mach mit Nicole FaceTime? Okay, ich habe was Besseres, Leute. Wir rufen euch per Instagram-Video-Chat an. Was ihr dafür machen müsst, ein Follow hier da lassen und auf Instagram folgen. Ich gehe gleich noch mit ihr live. Deswegen schaut mal gerne vorbei. Und viel. Es ist sehr witzig, liebe Freunde, weil er redet wirklich genau gleich. Er zieht alles genau gleich auf. Es ist komplett die gleiche Masche, was er da mit seinen TikToks versucht. Das Witzige ist, also ich glaube nicht, dass es ihr Bruder ist am Ende des Tages, weil sonst hätte er einfach schon auf TikTok einen Beweis gemacht. Und selbst wenn, okay, du bist Nicoles Bruder und jetzt? Sein allererstes TikTok ist mega gut angekommen, weil alle so waren, oh, das ist Nicoles Bruder, oh. Die letzten 7 jetzt, die gehen einfach alle nur darum, dass er seinen Ausweis in seine Story, in seine Instagram packt und dass es mega krass ist. Ich gehe davon aus, dass es nicht Nicoles Bruder ist, liebe Freunde. Ihr braucht aber ihm auch nicht alle folgen, sonst kriegt er genau das, was er erreicht hat. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Ich finde schon noch für euch heraus, ob das Nicoles Bruder ist oder nicht. Na, ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Ich würde sagen, wir hätten damit erstmal Nicoles Familienstammbaum geklärt. Ihre Eltern sind stolz auf sie. Sie ist der Stolz der Familie. Und ihr Bruder hat gerade frisch gepostet, dass sie anscheinend schon wieder schwanger sei und man den Ultraschall in seiner Story findet. Alles klar. Liebe Freunde, das war auch mal wieder ein tolles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, man merkt nicht allzu sehr, dass ich angeschlagen bin. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einigermaßen unterhalten. Und wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Der Link zu Instagram ist in der Beschreibung. Haut rein. Wir sehen uns. Kuss geht raus. Danke für euren Support. Ciao. Shawty, don't play that game, I won't keep you safe. Time that I relocate, I don't play that game. Shawty, don't play that game, I know my place. Shawty, I know my. Got a lot to do, I got a lot to do, I got a lot to do. Got a lot of. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do?